Auf zu Goomba Lady, unsere große Liebe. Hey, endlich sind wir vereint. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Odyssey. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Wir sind im Forstland bei den Robotern. Ja, und wer ist das denn? Hallo? Die Handlanger des Bowser-Ungeheuers dürfen auf keinen Fall das geheime Blumenfeld ausfindig machen. Der Zugang ist dort vorne, aber wir wagen es nicht, uns ihnen alleine entgegenzustellen. Wir brauchen Hilfe. Dafür bin ich da, denn ich bin der Abenteurer Mario mit seinem Rucksack. Ich frage mich, was Mario da in seinem Rucksack hat. Habt ihr eine Idee, was Mario da in seinem Rucksack haben könnte? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Ideen. So, dann lasst uns mal einen kurzen Überblick verschaffen. Ich glaube, wir müssen da jetzt rein, oder? Okay. Was sind das hier für Blumen? Ah ja. Oh, nicht so schnell! Oh oh, meine Lieben, hier der Hinweis. Wenn euch Super Mario gefällt, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr auch in Zukunft keine spannenden Videos mehr verpasst. So, hey, 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 Moment mal. Jetzt sind wir ein Panzer, mit dem wir lustige Kanonenkugeln schießen können. Mit denen wir dann, wie ihr sehen könnt, Felsen zersprengen können. So. Ist auch noch. Ja gut, die Steuerung ist nicht gerade einfach. Da muss man ein bisschen zurecht damit kommen. Aber am Ende des Tages sieht das doch ganz gut aus. Können wir das Ding nicht einfach abschießen? Ja, Cappy, das haben wir doch gerade getan. So, hier haben wir einen alten Automaten. Sieh am Hebel und erhalte einen Samen. Okay, wie genau mache ich das? Achso, zack. Oh! Ich benötige Zeit, um den nächsten Samen vorzubereiten. So, dann mal rein in den Blumenkübel. Oh, wow! Eine Ranke, die bis in den Himmel ragt. Einfach mal festhalten. Okay, ich glaube, wir müssen hier hochklettern, Mario. Uiuiuiui. Oh, das ging aber sehr weit nach oben. Bis zu dieser Plattform. Und hier oben geht sicherlich die Post ab. Ah, da vorne ist ein Goomba-Feld, okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall das Fähnchen, das ist wichtig. Ladestation im Robohain. Und hier gibt es natürlich wieder ganz viele Münzen zu holen. Oder zumindest 4 Stück. So, oh. Na hoppla. Da können wir auch hoch, sehr gut. Wow, aber vorsichtig, Mario. Und wir haben eine Rakete. Dann mal los. Und wir heben ab. Wow. Achtung, wir landen. Sind wir jetzt auf dem Mond? Oh, hier ist es aber nebelig. Ah, ich sehe schon. Wir müssen 5 Mondsicheln sammeln. Gut. 2 hätten wir dann schon mal. Oh, hier ist es wirklich sehr, sehr nebelig. Wir müssen gut aufpassen. Und, uiuiui. Okay. Ah ja, hier vielleicht nochmal. Alles sollte eingesammelt werden. Und, ah, oh. Hier haben wir fliegende Goombas. Hatten wir auch noch nie. Das ist ja toll. Mit denen können wir die ganze Zeit fliegen. Ich hatte noch nie einen fliegenden Gegner. Okay, den finde ich jetzt echt klasse. So, jetzt haben wir da runter anscheinend. Okay. So, noch weiter runter. Wow, aber hier an der Decke bleiben, denn da ist der letzte Mond. Zack, haben wir sie alle. Und da oben wartet der blaue Mond auf uns. Aber erstmal hier zurecht finden wir... Moment mal. Müsste da nicht irgendwo anders hin? Ich dachte, ich hätte da noch Münzen gesehen. Naja, Pustekuchen. Holen wir uns den Mond. Spaziergang im Nebel. Ja, aber echt. So, okay. Gibt es da oben noch etwas Spannendes? Nee, sieht nicht so aus. Gut. Dann würde ich sagen, runter mit uns und ab in die Rakete zurück. 3, 2, 1. Einfach mal mit einem Raketenstart weggeflogen. Achtung, wir landen. Achtung. Mario, die Rakete landet. Die Ladestation ist total überfüllt. Ladevorgang, Ladevorgang. Bitte beeile dich. Beeil dich, ich verbrauche meine letzte Energie für meinen Purzelbaum oder was auch immer da gerade stand. Was haben wir denn hier in der Ladestation? Ach nee, einfach mal einen Mond gefunden.
Danke für die Aufladehilfe. Ja, vielen Dank auch. Das kann ich so bestätigen. Okay, aber was sollen wir uns jetzt am besten mal ansehen? Hier muss der Weg... Oh, versteckte Münzen natürlich. Die sammle ich gerne ein. Von denen kann man nie genug haben. Wir sollten uns aber trotzdem auf den nächsten Weg konzentrieren. Und das bedeutet, wir müssen auf das Goomba-Feld, wenn mich nicht alles täuscht. Gut. Das nehme ich gerne in Kauf. Wir machen das einfach mal. Und schauen, was passiert. Okay, gar nicht so viel tatsächlich. Die Goomba spazieren hier durch die Gegend und haben einfach eine tolle Zeit. Wow. Wow, 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 hey, 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 nicht jagen. Die jagen mich ja. Okay, hier nach oben können sie nicht. Hier bin ich auf jeden Fall geschützt. So, Achtung. Da drin sind Münzen. Die möchte ich mir natürlich noch schnappen. Wow. Wo ist nicht gar nichts mehr? Wo laufe ich denn jetzt? Okay, da ist nichts mehr. Und zurück. So, wow, da warten die schon auf mich. Au, direkt mal erwischt. Wow, jetzt jagen sie mich schon wieder. Hey, ihr da. Euch sollte ich eigentlich mal schnappen. So. Und dann hier drauf und auf dich drauf. Und hey, du da, komm mal hier rüber. Wir bauen eine große, ja, eine Goomba-Leiter, wenn man so möchte. Hey, ihr drei, möchtet ihr mal kurz hier rüberkommen? Komm mal hier rüber. Ja, die folgen mir sehr gut. Komm ich da hoch? Ich probier's mal. Ja, tatsächlich. Und jetzt, wer bist du denn da oben? Oh, sie hat sich verliebt in mich. Ah. Süß. Die Goomba-Dame hat sich verliebt. Und Romanze in den Waldruinen. Ob sie es so toll findet, dass ich in Wirklichkeit Mario bin? Hallo. Oh, das fand sie jetzt nicht so toll. Und alle Goombas einfach mal zerquetscht. Na, die haben es nicht leicht mit Mario. Hey, Moment mal, da ist ja noch eine Münze. Was, irgendwie bin ich vorhin ganz komisch gelaufen und habe nicht alle Münzen eingesammelt. So, jetzt habe ich sie aber bestimmt alle. Mario, ganz vorsichtig raus. Gut gemacht. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt den Weg da oben. Denn hier gibt es auch noch einiges zu entdecken. Viele Felsen, die wir noch mit den Kanonenkugeln sprengen können. Oh, und hier gibt es auch noch einen Weg. Vielleicht sollte man uns den als erstes angucken. Ich weiß es nicht. So, ihr sollt erstmal nicht stören, ja? So, Moment. Ja, zielen ist auch nicht so meine Stärke, merke ich gerade. So, zack, erledigt. Dann können wir uns jetzt... Ah, ich überlege gerade, sollen wir uns mal die Wand angucken? Die wir da freisprengen müssen oder lieber mal da an der Seite entlang klettern? Ihr seht schon, wir haben wieder viele Optionen. Ich guck mal, ob ich da jetzt schon hochkomme. Eigentlich ja schon, oder? Ah ne, Quatsch. Geht ja gar nicht. Okay, Moment. Dann müssen wir nochmal Platz schaffen. Wo bist du denn? Oh, jetzt kommen sie alle wieder. Das gibt's doch nicht. Na gut. Weg mit dir erstmal. So. Dann mache ich etwas mehr Platz, damit ich da hochkomme. So. So wird ein Schuh draus. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Zeit für Mario wieder hochzuklettern. So. Mario, also so war das natürlich nicht geplant. Wir müssen da schon etwas besser springen. Sonst lachen doch alle. Uiui, was mache ich denn da? Ach, verflixt. Teppichtörtchen, sage ich dazu nur. Wisst ihr, woran das liegt? Ich bin immer etwas ungeduldig, was das Springen angeht. So, jetzt aber. Und da ist noch ein Fähnchen. Gipfelpfad. Sehr gut. Was haben wir denn hier für Blöcke? Uiuiui, ein Herz. Gut, wir hatten schon alle Leben. Von daher war das gar nicht so wichtig. Und was ist da am Rand? Da ist bestimmt auch irgendetwas versteckt, oder? Also ihr seht schon, auch in dieser Welt gibt es Unmengen an Verstecke. Für Monde, für Münzen und alles Mögliche. Und dieser Weg sieht sehr gefährlich aus.
Wow, oh nein, 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 Mario! Heiliger Bimbam, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich weiß es. Oh. Ganz viele Münzen. Oh. Tja, die Münzen sind wohl jetzt erstmal weg. Toll. Das ging wohl etwas schief. Ja, schade, Mario. Tja, manchmal hat man eben etwas Pech. Aber alles gut, ist ja halb so wild. Ach, hier sind wieder diese Rankengegner. Mal sehen, ob es hier in der Nähe etwas gibt. Wenn ich schon zufällig hier gelandet bin. Können wir hier den Baum hochklettern. Das ist eine Nuss. Da war ein Stern. Oder besser gesagt ein Mond. Oben auf dem hohen Baum. Ja, schön. Und jetzt? Also das sind auf jeden Fall Münzen, wie ich gerade sehen darf. Die hole ich mir. Sehr gut. Und ansonsten... Vielleicht kommen wir da oben weiter. Das wäre ja toll. Wenn wir uns so weit nach oben ziehen können. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee, dann lass uns einen anderen Weg suchen. Oh, nein. Oh, Moment. Den müsste ich mir eigentlich schnappen. Schade, jetzt habe ich ihn bezwungen. Okay. Was haben wir denn hier für eine Hebel? Na, hoppla. Nochmal. So, Hebel aktivieren und... Ah, ja. Okay, sehr gut. Dann können wir da theoretisch jetzt durchlaufen. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Okay, gut. Mario, dann stürz dich mal da ins Abenteuer. Und wo sind wir denn jetzt gelandet? Also, das scheint mir ein sehr, sehr neuer Weg zu sein. Und hopps. Lalalalalalalalala. Hallo, ich bin Mario. Mario, die Superranke. Na toll. Also hier war ich ja schon überall. Was denn hier oben? Ah ja, da geht's weit. Oh, da oben ist ein Feuer-Cooper. Mal gucken, ob ich seine Gestalt annehmen kann. Hey, komm mal hier rüber, Feuer-Cooper. Ha, da ist er ja. Und zack. Okay. Ich kann jetzt ganz viel Feuer schießen. Und auch wild herumspringen. Oh, da ist ein Stern. Ich sag immer Stern. Ich meine dann natürlich ein Mond. Rauf auf die Klippen zur Nuss. So lautet der Name für die Aufgabe, um diesen Mond zu bekommen. Wie ihr sehen könnt, dieser Cooper kann nicht laufen. Er kann nur springen. Und Feuer schießen. Ist er auch ganz toll. Sehr effektiv. Hopsala, hopsala, hopsala. Tja, hier muss ich leider wohl den Cooper in Ruhe lassen. Okay, dann mal runter mit uns. Wir müssen die Bohnenranke hochklettern. Danke, Cooper. Tschüss. So, jetzt schnell hochklettern, Mario. Ganz, ganz schnell. So schnell du kannst. Und hier oben. Ach, da sind wir ja schon wieder hier. Wieder durch das Goomba-Feld. Da sind auch wieder alle Goombas da. Die haben sich erholt. Ja, schön, euch wiederzusehen, meine Lieben. So, schnell hier durchlaufen. Oder durchspringen, besser gesagt. Und dann, ach nee, da komme ich ja gar nicht hoch. Aber dafür hier. So, so. Schritt für Schritt. Nur nichts überstürzen, sage ich immer. So, gut gemacht. Okay. So, was sagst du jetzt eigentlich? Wenn diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Okay, ich glaube, so eine Blume sollte ich mir mal schnappen. Außer aber, wir finden da hinten noch irgendetwas Verstecktes. Oh ja, okay. Ein Herz auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Da können wir mittels Wandsprung nach oben. Da könnte was Interessantes sein. Ah ja. Hallihallo, mal sehen, was uns dahinter erwartet. Oh, weia, was ist das denn? Oh, okay, ganz viele Goombas. Das könnte wieder eine sehr gefährliche Angelegenheit werden. Aber wir probieren es einfach mal. So, wir nehmen euch alle mit. Ich weiß gar nicht jetzt, was ich mit dem Stapel machen soll. Und da komme ich so zum Stern. Ah ja.
Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Oh, ich muss jetzt los. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ganz vorsichtig, Mario. Warten. Ah ja. Oh, oh, oh. Oh, Mario, 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 schnell, mach den Wandsprung. Oh, das sind ja noch Münzen. Oh nein, nicht runterfallen. Oh, heiliger Bimbam. Stopp, 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 wartet auf mich. Ja, 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 ja. Wow, 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 wow. Hoi. Och, schade. Naja. So passiert das nun mal, wenn man etwas... Naja, etwas Pech hat und mit der Steuerung nicht richtig umgehen kann. Wobei das schon Folge 9 ist. Mittlerweile sollte ich die Steuerung noch einigermaßen beherrschen. Naja, ist ja auch nicht so wild. So, was macht ihr denn alle hier? Na, hoppala. Ganz viele Goombas. So, Achtung. Warten kurz. Springen auf die andere Seite und haben es geschafft. So, jetzt kommt wieder die Stelle, die etwas knifflig ist. Hier müssen wir wirklich gut aufpassen. Und gleich richtig den Wandsprung einsetzen. So, gut Mario, gut machst du das. Aber die Münze lasse ich mir natürlich nicht nehmen. So. Nehmen wir hier noch alles. Oh, die zwei Münzen habe ich jetzt leider verpasst. Na gut, ich bin ja auch auf dem Sprung, ne? Okay, okay, was ist da noch drin? Naja, nicht so wichtig. Schnell weiter, schnell weiter. So, Achtung. Und, oh, ich glaube, ein weiter Sprung ist ganz wichtig. Und gewundene Blumenpfade. Schaut mal, wir haben jetzt super viele Monde. Wie viele haben wir denn? Eigentlich müssten wir mal 10. Links oben seht ihr die Monde, die wir haben. 2, 4, 6, 8, 10 in einer Reihe. Das heißt, wir haben 20 Monde im Forstland gefunden. Gar nicht mal so übel, wenn ihr mich fragt. Ich würde gerne da an dem Rand runter. Aber das ist so eine knifflige Sache. Naja gut, ich möchte es aber versuchen und riskieren. Denn vor nichts kommt nichts. Kommt schon, diesmal kann ich es schaffen. Mario, wir feuern dich an. Aber Mario, was machst du? Also, diese eine Stelle möchte mir nicht gelingen. Egal, was ich tue. Naja, egal. Halb so wild. Jetzt muss ich da erstmal wieder hochkommen. Trick 17 hat funktioniert. Und gut, theoretisch kann ich mich auch nach oben teleportieren lassen. Aber ich finde es immer auch ganz nett, zufällig irgendwo vorbeizulaufen. Und dann nochmal irgendetwas zu finden. Gut, hier ist natürlich nichts mehr. Hoppala, Entschuldigung. Ach, jetzt sind wir schon wieder da. Ach nee, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Okay, ich glaube, vielleicht wäre die Teleportation doch etwas angebracht und funktioniert etwas schneller, so wie gewohnt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So, wo sind wir denn? Jetzt sind wir da unten. Eigentlich wollte ich nicht hierher. Ich wollte eigentlich nach oben. Vielleicht haben wir vergessen, oben die Fahne zu berühren. Das kann natürlich sein. Oh, jetzt muss ich natürlich nochmal die Wohnranke hochklettern. Aber gut, das geht ja schnell. Das ist ja kein Problem für uns. Okay. Wow, Mario! Hohoi. Mario, unser Superklempner. Oder aktuell unser Superabenteurer. Dem kann niemand so schnell etwas vormachen. So. Boah, das sind wieder Panzer. Und wir müssen wieder die ganze Felswand sprengen. Gut, dann machen wir das kurz. So, erstmal musst du weg. Du störst bloß. Und du da hinten auch, ja? Dieser Frechdachs da hinten. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Dem habe ich es aber gegeben. So, was haben wir denn hier Schönes? Du. Einfach mal die Wand kaputt machen. Dann werden wir sehen, was passiert. Ach, die Musik ist auch herrlich. Gut. Das hat sehr, sehr toll funktioniert. Wir springen... Oh, vorsichtig weiter. So, gut, gut. Und wir sind oben. Ach, da oben ist ja auch eine Fahne.
Naja, gut. So, was ist eigentlich mit den Blumen hier? Hier mal zwei. Au! Hui, 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 hui. Wow, nicht so wild. Moment, Moment, Moment. Wow. Darf ich bitte nochmal von vorne anfangen? Ich möchte ganz in Ruhe da hochlaufen. Und nicht total verrückt durch die Gegend. Wow, wow, ouch. Um diesen Hang raufzukommen, brauchst du ordentlich Antrieb. Danke, Cappy. Das weiß ich mittlerweile auch. Ouch. Der arme Mario. Was sind das denn für komische Blumen, dass sie mir so viel Auftrieb geben? So, Achtung, Achtung. Ja, naja, gut. Einen Ring habe ich verpasst. Ouch. Egal. Halb so wild. Wir haben es geschafft. Hallo, Herr Roboter. Wie geht es dir? Das geheime Blumenfeld liegt davon. Bitte behalte seine Position für dich. Eisenbergstraße, Station 8. Tja, in diesem Bereich hätten wir dann sowas soweit geschafft. Und auf jeden Fall werden wir hier wohl das berühmte und das geheime Blumenparadies finden. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Rechts oben tippt mit eurem Finger da drauf und ihr kommt zum nächsten Super Mario Video. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, indem ihr links unten auf das Katzensymbol tippt. Bleibt katztastisch!